so schnell wie möglich veröffentlichen, wenn ich dann zu Hause bin. Willkommen zurück, ihr kleinen Lubis, bei mir Lubius LP und heute geht es wieder an eine Runde Minecraft Quick Survival Games. Ich möchte heute mal einfach ein bisschen über den Tag reden, was heute so passiert ist, was ich heute so gemacht habe und ja, das erfahrt ihr ja leider einen Tag später, weil mein Internet so schlecht ist, dass ich das leider nicht heute noch erzählen kann, also am Mittwoch, aber ich habe eben Longboard-Video aufgenommen. Ich werde jetzt auch mal einen kurzen Clip hineinfügen, weil ich denke, das kommt heute Abend. Und wenn ihr euch drauf freut, lasst mal gleich einen Daumen da. Dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich das so schnell wie möglich veröffentlichen, wenn ich dann zu Hause bin. Dann werde ich demnächst auch wieder ein paar Longboard-Videos aufnehmen. Ich freue mich mega drauf. Wirklich, das ist mal mal wieder ein richtig geiles Longboard-Video, muss ich sagen. Ich bin am Stissel, Leute. Ich bin am Stissel. Ich hole mir jetzt erstmal kurz wieder was hier. Der geht nach da unten. Hat der irgendwas Nices bei sich? Er hat ein paar Schuhe bei sich. Wollen wir den mit der Angel krallen? Oder wollen wir lieber doch umdrehen? Und gucken, wer hinter uns ist. Aber hinter uns ist gerade keiner. Ich brauche noch was zu snacken. Lass uns den vielleicht holen mit seiner Angel. Mit seiner legendären kleinen penetranten Angel. Aber mal gucken. Los, jetzt bleib stehen, Junge. Ja, kassier halt. Kassier halt. Ja, genau. Ich habe kein Essen, Alter. Leute, ich regeneriere gerade nicht, ne? Das ist gerade ein bisschen doof. Und zu dem Minecraft-Projekt, was ich gerne mal ansprechen möchte, ist, es wird demnächst kommen. Es ist die Planung. Ein Plugin wurde schon soweit ein bisschen erstellt dafür. Ich werde jetzt sterben. Ja, war klar. Aber ich habe ihn auch gut gegeben. Ein Plugin wurde ein bisschen überarbeitet, damit es funktioniert für den Server. Da habe ich nochmal einen rangekriegt, der das machen konnte. Und ich muss sagen, perfekt, dann haben wir noch ein kleines Side-Plugin eingebaut und ein kleines Anti-Grief-Plugin, was uns für den Server richtig hilft und das ist auch sehr wichtig. Ich versuche jetzt wieder demnächst normale Videos zu bringen, 2 Videos am Tag, wie immer. Ich bin schon wieder gekickt worden. Alter, Gomme, das ist doch hier kein Team, wieso werde ich da halt gekickt? So, jetzt sind wir wieder in der Runde. Ich versuche halt jetzt wieder, wie immer, 2 Videos zu bringen, beziehungsweise vorgestern habe ich jetzt GTA aufgenommen, heute ist eigentlich Wiederaufnahme, aber da ich jetzt Longboard gefahren bin und jetzt gleich schon wieder, Teddybär, und das jetzt gleich schon wieder 20 Uhr ist, bin ich ein bisschen verspätet dran, ich versuche es, vielleicht schaffe ich es noch dazu zu stoßen bei TTT, aber ich denke mal nicht, weil das zeitlich ein bisschen knapp wird. Okay, das haben wir. Snacken wir den trotzdem jetzt mal. Hey, Dude. Da sind die 2 Extraherzen hin und wir haben ihn. Zack. Ziehen wir uns noch schnell die Schuhe an und dann gehen wir zum nächsten Dude. Und werden mal gucken, was bei dem so geht. Genau, GTA ist wieder aufgenommen. Am Wochenende wird ein neues Let's Play aufgenommen. Ihr wisst ja, Worms kommt ja jetzt die ganze Zeit mit MG. Ich versuche jetzt demnächst. Hey Dude. Ich versuche jetzt demnächst mit MG muss mit und noch jemanden. Aber das ist ein neuer Gast, den kennt ihr noch nicht. Ein neues Game aufzunehmen. Ich freue mich auch schon richtig drauf, weil es ist ein lustiges Spiel. Vielleicht kennt der ein oder andere das Spiel schon. Tabletop Simulator nennt sich das. Und. Hey, er leckt ein bisschen. Und ja. Hey Dude. Yo, wie er mich comboed. Wie er mich gerade flickflack hittet. Okay, ich bin tot. Ja. Ein halbes Herz. Das war's eigentlich soweit. Ich halte das Video ein bisschen kürzer. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich habe auch jetzt, glaube ich, das Wochenende nochmal was vor, beziehungsweise Anfang nächster Woche kommt noch ein Video.
Montag oder Dienstag, wo ich dann nochmal was zum Projekt sage. Und ja, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir sehen uns die Tage, Leute. Macht's gut und ciao!